Kamera. Wieder alle Bälle kreuzen. Ich sehe das mal an. Ich sehe noch gar nicht angefangen. Liegen da hinten drei Bälle. Ja, moin und herzlich willkommen von der sonnigen Kollaufstraße. Wir befinden uns ja weiterhin in der Länderspielpause, weswegen wir jetzt zum Beginn der Folge gar nicht auf ein aktuelles Spiel unserer Profimannschaft zurückblicken können. Aber der Ball rollte am Wochenende trotzdem. Und zwar bei unseren E-Footballern. Die hatten sich nämlich qualifiziert für das große Finale in der Virtual-Bundesliga und haben sich dabei eigentlich gar nicht so schlecht geschlagen. Unser E-Football-Team konnte zunächst am Samstag in der Gruppenphase mit einem zweiten Platz den Einzug in die K.O.-Runde des Finalwochenendes perfekt machen. Dort trafen sie dann am Sonntag im Halbfinale auf Leipzig. Die Spiele gegen den Meister der Division Südost waren richtig eng und so ging es am Ende in ein Entscheidungsspiel, was unsere Spieler Erol und Musti aber per Golden Goal für sich entscheiden konnten. Im Finale gab es gegen den 1. FC Heidenheim dann zwar eine Niederlage, aber am Ende freuten sich die E-Kiez-Kicker auch über die Vizemeisterschaft. Ja, ein wirklich toller Erfolg für unsere E-Footballer, diese Vizemeisterschaft. Doch kommen wir jetzt vom virtuellen Rasen mal wieder zurück auf den echten Rasen, denn da spielt unsere Mannschaft schon wieder fleißig im Training und bereitet sich vor auf das Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Was in dieser Woche auf dem Trainingsplatz so los war, das seht ihr jetzt. Ja, die Trainingsbedingungen in dieser Woche waren also optimal hier bei blauem Himmel und besten Frühlingstemperaturen an der Kollaufstraße. Damit unser Spiel am Montag auch optimal wird, beschäftigt sich natürlich auch unser Co-Trainer Fabian Hürzeler ausführlich mit dem kommenden Gegner. Auf was wir uns da so einstellen müssen, wenn Eintracht Braunschweig ans Millerntor kommt, das sagt er uns jetzt. Eintracht Braunschweig ist eine gefestigte Mannschaft. Die haben die letzten 5 Spiele nicht verloren. Wir haben sie uns angeguckt bisher und wir können feststellen, dass sie immer sehr, sehr gut auf den Gegner vorbereitet sind. Also sie haben in den letzten Spielen immer einen gewissen Matchplan gehabt, hatten mal viele Spiele im Zwischenraum, haben auch mal versucht, den Sechser zwischen IV und AV zu positionieren und dann die Seite zu überladen, haben gegen den Ball klare Abläufe, versuchen auch da sehr, sehr mannorientiert zu agieren und viel Druck mit ihren Außenverteidigern auf den Ball zu bekommen. Also sie sind immer sehr, sehr gut vorbereitet auf den Gegner und zudem haben sie einfach eine gewisse individuelle Qualität. Also wenn wir nur mal die Außenspieler angucken mit Kaufmann und auch mit Chi, die suchen das 1 gegen 1, die belaufen die Tiefe, das machen sie sehr, sehr gut, haben zudem mit Proschwitz einen klaren Zielspieler, der auch in der Box sehr, sehr gefährlich ist und mit Groß einfach ja, ein Lenker, der auch bei Standards immer wieder sein Können beweist. Dementsprechend eine gefestigte Mannschaft mit klarem Matchplan und darauf werden wir uns vorbereiten. Damit wissen wir jetzt also, was da mit den Braunschweigern am Montagabend auf uns zukommt. Die weiteren News aus den letzten Tagen haben wir jetzt mal im kleinen Rückblick für euch zusammengestellt. Rio Miyaichi ist zurück auf dem Trainingsplatz. Darüber und über noch ein paar Sachen mehr hat unser Flügelflitzer in dieser Woche in einer Presserunde gesprochen. Alle Aussagen von Rio lest ihr auf unserer Homepage über den Link in der Videobeschreibung. Anlässlich des Weltschlaftages haben wir vor kurzem gemeinsam mit unserem Partner Weltbett mit Athletiktrainer Christoph Heinck Scheller über die Rolle des Schlafes in Bezug auf Regeneration und Leistungsfähigkeit gesprochen. Das ganze Video findet ihr auf unserem Facebook-Kanal. Unser Cheftrainer Timo Schulz und Sportchef Andreas Bornemann haben vor kurzem einen Videospot mit unserem Partner Juhu Auto gedreht. Wir sind gespannt, was dabei am Ende rauskommt. Hat Spaß gemacht von 3-4 Stunden jetzt hier vor Ort mit Andreas Bornemann zusammen und ja, gehört auch dazu, ist mittlerweile die Ausnahme, dass solche Termine dazukommen. Ich soll mich auch auf Sportliche konzentrieren und ich glaube, das größere Talent habe ich dann tatsächlich auch als Trainer, aber ist dann vielleicht auch sogar mal eine willkommene Abwechslung. Super, war mal
Eine neue Erfahrung heute mit dem Dreh hier für Juhu Outdoor, aber war interessant, hat Spaß gemacht. Ja, während die Mannschaft jetzt hinter mir noch ein bisschen trainiert und sich weiter fleißig vorbereitet, sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, ein paar schöne Tage und hoffen am Montag natürlich auf die nächsten 3 Punkte. Tschüss, bis zum nächsten Mal und Forza St. Pauli!